Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, Berlin braucht eine Ombudsstelle für den Bereich Kita und Tagespflege, an die sich Eltern bei Problemen und bei Beschwerden wenden können, Herr Schneider. Das funktioniert im Bereich Jugendhilfe sehr gut. Da läuft ein Pilotprojekt für eine Ombudsstelle erfolgreich. Seit dort die Arbeit aufgenommen wurde, noch ohne nennenswerte Bekanntheit, wollen Sie vielleicht rausgehen so lange? Sind dort von Juni bis Dezember schon 80 Anfragen gestellt worden. Das zeigt, wenn ein sinnvolles Angebot da ist, wird es auch genutzt. Das Gleiche brauchen wir für den Frühförderbereich. Derzeit sind es die bezirklichen Jugendämter, die Kita-Leiterin oder die Kita-Aufsicht auf Senatsebene, die sich mit den zumeist Kommunikations- und Verständnisproblemen von Eltern beschäftigen müssen. Das tun sie, das ist Teil ihrer Arbeit. Allerdings fehlt ihnen zunehmend die Zeit, weil dieser Besprechungsbedarf kontinuierlich steigt. Das beschreiben alle Beteiligten so. Besonders Kita-Leiterinnen kommen vor lauter Beratungs- und Klärungsgesprächen kaum noch zur Erledigung ihrer zentralen Aufgaben. Unsichere oder besorgte Eltern haben zudem mitunter Vorbehalte gegenüber Behörden und rennen auch nicht gleich wegen jedes Problems mit der Kita zum Jugendamt oder zur Kita-Aufsicht. Überdies ist die Hemmschwelle, sich zu beschweren, gerade wenn es um die Betreuung von kleinen Kindern geht, relativ hoch, zumal in Zeiten von Kita-Platzmangel. Es hilft oft einfach mal ein klärendes Gespräch auf Augenhöhe und der fachkundige Hinweis einer unabhängigen Vertrauensperson. Wir brauchen also ein niedrigschwelliges Hilfsangebot zur Entlastung der Kitas und Behörden und als Angebot für die Berliner Eltern. Und es ist angesichts des Handlungsbedarfs unverständlich, warum so eine sachlich sinnvolle und leicht umsetzbare Ombudsstelle von der Koalition abgelehnt wurde. Besonders nach Bekanntwerden der Ergebnisse der Senatsklausur meinen wir, jetzt brauchen wir sie erst recht. Der Senat lässt ja nichts aus, um die Stadtgesellschaft, die Eltern und die Kita-Träger fortlaufend mit völlig sachfremden Entscheidungen zu verunsichern. Jetzt kommt schon wieder eine unnötige Schulgesetzänderung, kaum dass wir die Bußgeldeinführung zur Durchsetzung der Sprachstandsfeststellung und anderen Unsinn verdaut haben. Und warum? Wegen eines Kuhhandels mit der CDU im Tausch gegen Bürgermeister Müllers Umwandlungsverbotsverordnung für Mietwohnungen muss das geplagte Land mit Riesenaufwand eine Gesetzesänderung umsetzen wegen einer Stichtagsverschiebung für den Einschulungstermin um 3 Monate. Sie wollen die Einschulung mit 5,5 kassieren, das bereits eingeführte und nachgebesserte Verfahren der Rückstellung von der Einschulung fallen lassen. Und dafür gibt es dann ein neues Verfahren, bei dem die Eltern zukünftig die jetzt noch geltende Früheinschulung beantragen können. Das ist einfach nur ein anderes Verfahren. Was hat das mit der Stärkung des Elternwillens zu tun, Herr Salees, verstehe ich nicht. Es hätte völlig gereicht, den Eltern die volle Wahlfreiheit bei den jetzt praktizierten Rückstellungen zu lassen, ohne das Datum der Schulpflicht zu ändern. Die Entbürokratisierung des Rückstellungsprozesses passiert ja schon und soll weitergehen. Es ist doch schon ein Fortschritt. Warum geben Sie das auf? Wozu brauchen wir einen anderen Stichtag? Alles nur, um auch diese von Ex-Senator Böger initiierte und unter Rot-Rot umgesetzte Reform zu canceln, bevor sie Zeit hatte, ihre Wirkung zu entfalten. Rückschritt, anstatt einen Schritt weiterzugehen und die Grundschulen fit für die kleinen Kinder zu machen und sie adäquat mit qualifiziertem Personal auszustatten. Das ist eine Verschiebung des Qualitätsproblems von der Grundschule auf die Kita. Die Gesetzesänderung geht völlig an den tatsächlichen Problemen im Bereich Frühförderung vorbei und schafft noch neue. Dadurch die Verschiebung des Einschulungsdatums mindestens, das haben Sie selbst geschrieben, 5.000 Kita-Plätze mehr, als ohnehin schon gebraucht werden. Das so lax hinzunehmen, ist hochrangig verantwortungslos. Und das wirft Fragen auf. Sie kündigen 10.000 neue Plätze an. Sind da die zusätzlichen 5.000 aus der Konsequenz für die Datumsverschiebung schon mit drin? Und woher sollen die alle kommen? Wer soll die bauen? Planen Sie jetzt ein substanzielles Sofortausbau- und Investitionsprogramm für die Kitas? Das bräuchte es nämlich. Der Kita-Ausbau lastet schon jetzt überwiegend auf den Schultern der Träger, die diesen seit Jahren zu 2/3 aus Eigenmitteln, meist aus Krediten, finanzieren, weil die Förderung aus Bundes- und Landesmitteln hinten und vorne eben nicht reicht. Deren Ausbaukapazitäten sind gerade in den Innenstadtbereichen am Ende. Unsere eigenen landeseigenen Kita-Betriebe sind völlig außen vor, weil sie, wie wir wissen, keine Kredite aufnehmen können und komplett auf öffentliche Förderung angewiesen sind. Aber vor allem, was sagen Sie den Eltern, die heute schon mit unter einjährigen Kindern darum bangen müssen, ob und wie sie jemals einen oder besser irgendeinen Kita-Platz finden werden? Fragen Sie die Berliner Eltern, wie es ihnen geht, und denken Sie noch mal positiv über eine Ombudsstelle nach. Sie werden eine brauchen.